Sommerkleider, natürlich im Sommer ein grosser Trend. Wie sehen sie aus? Kurz, lang, bunt, Uni, alles ist erlaubt. Meine allerliebsten, ich trage sie lang, zeige ich euch gerne. Und vor allem auch, wie kombiniere ich die? Weil es ist nicht immer so, dass es warm ist, auch in den Ferien nicht. Und da fehlt oft das richtige Gegenstück. Ja, ein klassisches Baumwolljäckchen, das ist immer gut. Uni vor allem, wenn man einen Druck anhat als Kleid. Was ich da ein bisschen klassisch finde, ist vielleicht ein bisschen die Form. Kurz muss es sein, aber ich würde jetzt den zum Beispiel vorne binden, einen Knopf binden und dann sieht das Ganze aus wie ein Kaschgör oder ein kleiner Bolero aus. Dazu kann man schöne Ketten anlegen oder viele Armbänder und dann verliert das den Hippie-Look gar nicht. Ganz wichtig spielen die Accessoires eine Rolle. Mit denen kann man natürlich extrem ein Kleid auch verändern. Vor allem starten wir schon mal bei den Schuhen. Ich trage jetzt gerne auch nicht nur immer höhere Schuhe, sondern auch flache. Also sind Ballerinas optimal oder natürlich auch Flip-Flop. Da bei Tommy Hilfiger habe ich sensationelle Schuhe gefunden. Und zwar so Keilschuhe mit ein bisschen Absatz. Die fehlen noch in meiner Garderobe. Einmal eine kürzere Version von Kleidchen. Das ist meine Wahl, die ich anlegen will. Ich habe sonst nie kürzere Kleidchen, aber ich habe gefunden, der lenkt ein bisschen ab von den Beinen. Und ich habe vor allem einen Trick, den kann ich nachher auch abziehen, wenn ich mal ein T-Shirt gefunden habe, das ich hier oben anlegen kann. Aber dann kann man, wie gesagt, hier oben anziehen, so wie auch als längere Schiff, wenn man die Beine verdecken will. Absolut ein herziges Kleidchen, das ich kombinieren würde, eben mehr mit Braun, mit Leder zusammen, als eben nur Ton in Ton. Jeansjäckchen nie entsorgen, denn die kommen immer wieder. Vor allem jetzt mit den Kleidern kann man sie sehr gut kombinieren. Sie geben warm, sie sehen cool aus. Wichtig ist einfach, wenn es Kleidchen ist, lieber eine kurze Jeansjacke und nicht gerade unbedingt.